Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von City Skylines. Letztens sind wir ja stehen geblieben, da haben wir ja dieses merkwürdige Autobahnkreuz gebaut, beziehungsweise mehr oder weniger um den Verkehr ein bisschen daran zu hindern, dass der sich hier staut, auf der Hoffnung, dass es wirklich so ist, aber irgendwie staut sich das dann hier rein. Man sieht es. Hier ist wieder die Hölle los. Es wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern in den nächsten Videos oder egal wie man das bauen, es wird irgendwo immer Stau entstehen und man kann es eben nur etwas vorbeugen, indem man das eine versuchen wird wie das andere. Und ob das dann so funktioniert, ist eben die andere Frage. Wir wollen auf jeden Fall noch ein paar Straßen bauen oder möchten, weil wir brauchen unbedingt Einwohner, die hier so nett nach uns fragen. Und ja, was haben wir hier? Eine zweispurige. Die geht zu einer dreispurigen über. Wollen wir hier eine zweispurige wieder bauen oder doch gleich eine dreispurige hier oben hin? Wir haben es gerade furzdunkel, da sehen wir überhaupt nichts. Das ist wieder das andere Problem. Kann man gar nicht erkennen, wo man hier was lang bauen sollte. Hier ist nämlich das Gleiskreuz. Wenn es jetzt irgendwann heller wird, was ich mal bald hoffe, dass es so wird, sehen wir ein bisschen mehr. Jetzt wird es eben schon heller, das ist gut. Wir werden doch den hier bauen. Muss mal sehen, wie wir das hier lang kriegen. Okay, das ist bis hier so hin möglich. Ich würde sagen, wir bauen das mal so hin. Und dann eine hübsche Kurve. Wenn wir uns jetzt nicht allzu blöd anstellen. So hier sollte reichen erstmal. Um der Dreh hier so rum. Und dann wollten wir hier. Oder habe ich zumindest vor, hier rüber zu kommen? Irgendwie. Frage ist natürlich, ob das so klappt, wie man sich das vorstellt. Auf jeden Fall haben wir erstmal hier eine Straße gebaut. Brauchen wir wieder die kleinen Straßen. Und die kleinen sind natürlich auch wieder. Ja, die Frage, ob wir den jetzt hier so anschließen sollten. Theoretisch können wir das, da ist nichts Großartiges im Wege. Außer wie gesagt hier wieder unser Gleis, was so ein bisschen stört, aber versuchen das Beste daraus zu kriegen. So, dass hier eben einige nur einziehen können und möchten, beziehungsweise wollen oder sollen hier einziehen. Das glaube ich, ist das gut? Ich glaube, das geht noch. Hier werden wir natürlich keine rüberbauen, weil, ja, stehen die sich leider etwas im Wege. So, hier haben wir noch die andere Straße, die so lang geht. Da könnte man die eigentlich, wenn wir jetzt schlau sind, hier rumbauen. Oder möchten wir noch so bauen, dass die hier rumkommt. Die hier. Und ja, mal sehen. Gerade wäre gut. Mal ein bisschen ranzoomen. Dann zu weit weg. So hier ungefähr. Aber wie gesagt, die wollen noch eine Straße hier rüber bauen. Das wird das Schwierigere daran, glaube ich. Ach, sieht das toll aus? Nee, irgendwie nicht. Weil hier ist genau, genau die Straße, die wir dann auch hier rüber bauen werden, glaube ich.
wenn wir das jetzt so hinbekommen, wie ich mir das gerade vorstelle. Wo müssen wir hin? Darüber. Wollen wir die jetzt hier ranbauen? Und dann praktisch nach oben. Wenn ich die richtige Taste drücke. So hier. Müssen wir mal ranzoomen, sonst bauen wir hier wieder ein krummes Dinge. Will ich auch nicht. Ja, anscheinend will er wieder nicht, weil er wieder nicht krumm sein darf. Okay, dann so hier. Mein Gott. Und dann geht's eins nach unten. Mit einem wunderschönen Anschluss nach hier drüben. So. Hier ist kein Wasser. Irgendwie haben die alle kein Wasser. Wassermangel? Ja, Wassermangel ist nicht gut. Ach je, ist auch immer das Tolle, laufend Wasser. Kann man bald eine Wasserfabrik bauen. So, wo bauen wir dich denn hin hier, wenn wir das hier hin machen? Unsere Abflüsse, ja, die werden hier wunderschön Dreck in den See reinballern. So, ja, dass du Strom brauchst, ist mir auch klar, mein Guter. Frage ist, wo holen wir Strom dann her? Da drüben, aber erstmal wollen wir den anschließen. Oder möchten wir anschließen? Will er nicht so, dann machen wir es so hier. Gut, der braucht Strom. Stromlos. Nicht gerade sehr toll. Wobei, das kann man ja leicht beheben. So, und schon hat der Saft. Hoffe ich mal. Weil Strom haben wir ja eine Menge. 1133. Sollte für die nächsten 20 Jahre reichen. Denke ich mal. So, Strom hätten wir, Wasser haben wir, Abwasser sozusagen haben wir auch. Unsere Wohnungen oder Wohnungsbauten sollten wir hier irgendwie auch noch reinkriegen. Haben wir jetzt hier eine Ampel stehen wahrscheinlich, genau. Die werden wir gleich mal entwenden, damit hier ein bisschen flüssiger Verkehr läuft. Bahnübergang. Sehr schön. Und hier noch jetzt eine Wohnsiedlung reinzukriegen, das wird ja sehr interessant werden, glaube ich. So die Hälfte hier, nicht dass der dann so hier ungefähr. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Das Leben an der Bahn ist natürlich auch schön. Ne, das ist nicht schön, das ist eher grauenhaft, glaube ich. So, und dann hätten wir hier noch den hier, den Teil, den ich irgendwie versuchen werde, hier umzubiegen. Kriegen wir das hin? Ja. Mehr oder weniger haben wir das hinbekommen. Machen wir hier noch so einen Anschluss und dann. So. Ja, jetzt hat er wieder eine Ampel dahin gehauen. Soll er nicht. Möchte ich auch nicht. Genauso wie hier nicht. Und hier auch nicht. So, wenn wir erstmal die Wohnsiedlungen, wo haben wir die?
Hier noch. Ja, werden wir hier dieses Gewerbe wahrscheinlich hinbauen. Hier werden wir erstmal die voll machen mit den hier. Die werden jetzt wahrscheinlich gleich alle rummeckern, weil sie kein Wasser haben. Bingo. Also, Bingo in dem Sinne. Ohne Wasseranschluss kein Wasser. Ist klar. Wasser geht auch schon wieder zur Neige. Da bräuchte man am Ende hier noch 20.000 Stück von diesen Wasserpumpen, um hier Wasser in der Menge zu kriegen, die wir bräuchten. Und hier sind welche gestorben. Etliche viele gestorben, weil sie kein Wasser bekommen haben, eventuell. Ja, was ist eventuell? Die haben kein Wasser bekommen. So, und dann wollen wir noch die hohe Dichte hier ausbauen. Ich nehme mal gleich den Pinsel dafür. Bauen wir dann hier ran, an der Straße. Das ist irgendwie meine Stimme, mein Gott. Ist ein bisschen blöd. Nee, komplett an der Straße möchte ich das nicht haben. Dann hier so. Also an der Straße, in dem Sinne an der Hauptstraße lang, da kann man nämlich immer irgendwas anderes hinsetzen, was man vielleicht bräuchte. Zum Beispiel ein Arzt oder ein Klinikum, wie auch immer. Da drücken wir auf Stopp hier, nicht, dass der hier wild bebaut wieder. So, und das hier. Ja, da werden sie sich freuen, wenn sie an der Autobahn wohnen werden. Ja, freuen in dem Sinne, ne? Die freuen sich dann gar nicht drüber. Die werden dann wieder eher böse und sauer sein. Weil wir wieder so ein Mist bauen. Oh ja, da bin ich am Morgen noch nicht fertig. Hier jeden einzelnen Stein ausdrücken will. Ja. So, hier so den noch. Und dann den hier eventuell noch, diese kleinen Flecke. Wasser brauchen die wiederum auch. Ist natürlich logisch. So hier, und da können wir bauen wir hier was hin. Ach, die wird gleich rumheulen, ich habe keinen Strom. Genau, kann ich mir gleich vorstellen. So hier, dann brauchst du mal ein. So, etwas Strom. Hat der zumal Strom und wir brauchen noch Gewerbegebiete, genauso wie Industriegebiete. Gewerbegebiete haben wir hier. Die hohe Dichte werden wir hier nehmen. Und die niedrige Dichte an den Seiten. Beziehungsweise innen könnte man eigentlich die hohen bauen, da außen die etwas wenigeren.
beziehungsweise die niedrige Dichte. Also nicht. Wobei ich es hätte mal jetzt lassen können. Ich habe es bloß weggerissen, weil manchmal die KI so schlecht schlau ist und dann gleich was dahin ballert. Auch wenn es nur ein Fleck ist. Wollen wir den auch noch machen? Ja. So, und da haben wir hier oben. Die haben ja wirklich Häuser hingesetzt, ne, wo die kleinen. Was ist das? Dinoöl. 4 Tankstellen nebeneinander. Gleich 2 noch einmal. Besteht alles aus Tankstellen. Ist jetzt nicht gerade so toll. So, was hier oben? Den Fleck. Den hier und den machen wir so. So, sollte das erstmal, denke ich mal, reichen, dann haben wir das eigentlich auch erledigt. Kann man zur Industrie rüber gucken, was sich hier so tut. Oder ob sich hier überhaupt was tut, aber eigentlich ja. Wir sehen, hier ist ein Stau. Eigentlich behindern die sich auch gegenseitig, manchmal hier mit ihren Wänden und was auch immer. Die fahren alle jetzt hier rein und holen sich hier die Waren wahrscheinlich. Werden wir mal eine Abhilfe schaffen und da sogenannten Einbahnstraßen machen mit 2. Wo geht der hin? So lang? Oder wie? Du kannst umdrehen. So hier. Falls sie doch mal so schlau sind, dann links vorbeifahren könnten. Hier haben wir noch die blöde Ampel, die mich etwas nervt. Weil er staut sich und staut sich. Die wollen alle in den netten Güterbahnhof rein. Gut, das ist trotzdem schon mal erledigt, halbwegs zumindest. Nichtsdestotrotz brauchen wir immer noch Industrie. Und da nicht zu wenig von. Anscheinend. So hier können sie ein bisschen den Platz verdrecken. Ja, bauen wir den jetzt hier auch zu. So zumindest würde das gehen. Mit ohne Wasser, hätte ich fast gesagt. Er kriegt alle Wasser. Da sind dann eigentlich jetzt auch alle belegt. Wir haben schon wieder Nacht, das ist immer ein bisschen nervig. Wenn es hier etwas dunkel ist.
So, hier am Überlegen, ob wir hier auch eine Einbahnstraße draus machen sollten. Die hier. Ich denke mal, bei der. Tut mir ja leid, aber machen mal so lang, damit das vielleicht ein bisschen sich hier anders auflöst. Oder ja weniger. So. Dann kommt wenigstens keiner dahin. Aber die halten schon gut den Verkehr auf, das ist natürlich der Nachteil. Dann müssen die anderen sich eben einen anderen Weg irgendwie raussuchen. So, und hier Stau. Nein, das ist gut. Hier sind die Leute aber krank in dem Sinne. Nicht kopfkrank, sondern gesundheitlich eingeschränkt. Hier herrscht etwas Müll. Kommen gerade die Müllfahrzeuge eh lang gefahren. Das ist gut. Hier wird noch gebaut. Und hier können wir eigentlich den Flecken auch noch voll machen. Werden zwar nicht so begeistert sein, wenn sie an den an den Schienen leben werden wollen oder möchten. Ah, nein, nicht hier an der Ecke. So hier aber würde das reichen. Kann man auch ein bisschen Einwohner mehr dazu. Das ist schon mal gut. Das Gewerbegebiet füllt sich auch langsam auf. Ja, und ich würde hier unbedingt mal den Strom anders setzen. Das ist nämlich blöd. Haben wir nur so eine kleinen Dinger, die sind irgendwie ein bisschen blöd. So, wo hat das angefangen? Hier vorne. Müssen wir mal gucken, wenn wir den jetzt hier abreißen. So. Werden zwar rumheulen. Wir haben keinen Strom. So, da können wir jetzt nochmal gucken. So, hier nehme ich. Gehen dann auch schon ein paar größere Läden dahin. Jetzt nur diese kleinen. So, und der Strom, wie kriegen wir den jetzt darüber? Ich hoffe, das geht so. Jawohl. Bauen wir den nämlich so lang. Hier rein und dann daran. Und schon haben die wieder Strom alle. So, das ist erledigt. Die Industrie ist auch so gut. Erstmal gut bedient. Gut bedient sind die auch. Hier kann gar keiner zurückfahren, das ist auch lustig. Da können wir auch daraus eine Einbahnstraße machen, das ist sonst Blödsinn. So, Bäume, Radweg da. So. Ja, und hier hätte man vielleicht doch die Straße upgraden sollen. Vorher, bevor wir den Bahnhof da setzen, naja, jetzt haben wir es zu spät gemacht. Hoffentlich rächt sich das jetzt nicht gerade. Oder dann wäre blöd. So, Gewerbegebiete wollen natürlich auch wieder welche haben. So, wir können ja mal gucken auf der Statistik.
Einwohner. Zufriedenheit Wohngebiete. 52%. Der ist hier natürlich irgendwie sehr unzufrieden. Warum? Steht nicht da, hier wohnt gar keiner. Oder was? Eigentlich doch, aber die sind eben unzufrieden. Möge vielleicht daran liegen, dass hier keine Parks sind in der Nähe. Industriegebiet ist zufrieden, Gewerbegebiet ist zufrieden. Außer das Wohngebiet wieder. Mach mal den Leuten wahrscheinlich einen Strich durch die Rechnung. Könnten wir ja was bauen? Plätze mit Bäumen. Ist das so toll? Vielleicht hier so hin, damit die sich ein bisschen abreagieren. Und sagen, hui, hier ist ja doch was Schönes. Wie teuer war der jetzt überhaupt? Gesetzt und geguckt. Ja gut, 32 Dollar die Woche ist eben nicht viel. So, Picknick mit Tischen am wunderschönen Busbahnhof. Mag natürlich auch nicht jeder. So, hier haben wir. Was haben wir hier? Kriegen wir den gar nicht hier rein? Doch, kriegen wir. Kostet 120 die Woche. So, dann sind die vielleicht zufrieden. Eventuell. Weil Freizeit ist ja eben nicht gerade viel, was wir hier haben. So, und Tourismus verkneifen wir uns jetzt, glaube ich, erstmal. Theoretisch habe ich auch immer gedacht, dass wir mal mehr hatten. Warum ist das jetzt so wenig? Oder bilde ich mir das jetzt gerade irgendwie nur ein? So ein Golfplatz. Achso, da müssen wir erst 5000 Quadrate mit Tourismus-Spezialisierung gebaut haben. Also weil es eigentlich auch wieder für den Tourismus mehr oder weniger ist. Bombastischer Brunnen. Springbrunnen. Wow, kostet auch 120.000. Könnte man sich leisten. Wollen wir aber nicht. Oder ich zumindest nicht. So, mal abreißen die alten Gammelgebäude. Hoffentlich der richtige jetzt. So, hier ist natürlich immer Verkehr. Ich wollte gerade sagen, parken die alle hier, aber die parken nicht, die stehen an der Ampel. Das ist natürlich, ja. Nicht gerade sehr toll. So, mal gucken, den Garten hier oder was ist das gewesen? Ein Platz mit Picknicktisch, okay. Oh, die setzen sich sogar auch dahin. Am Busbahnhof mal gucken, was die hier machen so. Ist im Prinzip das gleiche, bloß im Mini-Format oder im Kleinformat. So, japanischer Garten. Brauchen wir den? Großer Spielplatz. Park mit Bäumen. Wie groß ist der überhaupt? Oha, der ist richtig groß. Er ist noch größer. Das will man. Ist ja unnormal, was ist das denn für einer? Ein Park mit Bäumen. Okay. Ein Park mit Bäumen hier hinbauen, wenn er es gehen würde. Warum will er nicht? Wurde es bereits belegt? Ja, hier will er wieder. Hier will er wieder nicht. Verstehe ich nicht die Logik. Okay. Hier will er. So, ein Park mit Bäumen. Könnte theoretisch auch hier hingehen. Das ist aber alles Freizeit, ne? Wollen wir erstmal nicht, wollen wir mal gucken. Trotzdem sind wir bei 54% erst. Steuern sind ja alle im Prinzip gleich. Die haben ja so, also in einer Schritt 9, 10, 11 und dann drüben weiter. Das Budget haben wir eigentlich auch einigermaßen aufgeteilt.
sollte eigentlich alles soweit funktionieren. So, apropos funktionieren. Ich sehe, hier hat sich das doch ein bisschen gelöst. Finde ich auch ein bisschen gut. Dann hat sich es wiederum hier nicht gelöst. Es ist... wo wollen die denn jetzt alle hin hier, sag mal? Zum Mäusemelken. So, hier gibt es keine Ampeln, aber die stehen ja trotzdem. Wie die Ölgötzen. Oh, der fährt erstmal rückwärts, auch nicht schlecht. Ja gut, wenn die einmal fahren, dann fahren sie, aber das Problem ist, jetzt stehen die hier lang. Das ist natürlich auch Traum. Man muss schon sagen, dass manches hier ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig ist. Suchen sich eben alle ihren Weg, irgendwie hinzukommen. Und man baut es eben keinen zurecht. Und ja, wenn die Feuerwehr dann steht, dann ist es eben schon zu spät. Und dann brennt schnell mal die Hütte ab. Gut, egal. Auf jeden Fall war es das heute erstmal von der Folge von City Skylines. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Würde ich mich freuen. Ansonsten schaltet in der nächsten Woche wieder ein zu City Skylines. Und ja, wenn ihr irgendwelche Vorschläge für mich habt, vielleicht zwecks Stau und so weiter, könnt ihr mir gerne alles unter dem Video in den Kommentaren schreiben. Vorschläge und so weiter. Und ja, für alle, die neu zugeschaltet haben, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Und dann sehen wir uns dann, wie gesagt, in einer Woche wieder zu City Skylines. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Und haltet die Ohren steif. Ja, die Ohren steif. Bye, bye.